Hey Enrico. Hey Michi. Herzlich willkommen zu Supergen TV wieder. Wir sind auf dem Guitar Summit in Mannheim und du gibst dich jetzt gleich mal auf die Reise und schaust dir ein paar Sachen an. Genau, ich nehme unseren Kameramann Maxi mit und wir schauen uns einfach mal interessante Sachen an. Es gibt ja wirklich Unglaubliches, handwerklich super gemachtes, vor allem Gitarren. Man kann hier wirklich alles finden, was das Herz begehrt. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was man hier nicht finden kann. Hammer. Selbst vor der Halle Stände mit gebrauchtem Equipment. Echt? Da habe ich eine schöne Collings gesehen. Na. Ja. Und ich mache. Aber wir gehen jetzt erstmal hier. Ne? Sehr gut. Also. So, und jetzt sind wir in einem wunderschönen Stand mit herrlichen Cabinets, La Rocca, und ich bin bei Moritz. Servus, hi. Hallo Moritz, und ich bin total geflasht, was für schöne Teile du hier stehen hast, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und gleich hier lehnst du dich an eine kleine Zehner, ein Zehner-Kabinett. Und da sieht man schon erstmal, was du dir da ausgedacht hast, um das Mikrofon zu halten. Aber zur Box selber erstmal, was für Materialien verwendest du und was steht da hinter der Konzeption dahinter, damit da auch entsprechend Druck ist mal für eine Zehner-Box? Ja, also prinzipiell bauen wir die getolexten Boxen aus Birke Multiplex. Das hat sich bewährt. Das ist einfach ein Material, was eine gute Festigkeit hat, was sich gut verarbeiten lässt, was einen Grundsound hat, was einfach irgendwie massiv ist, trotzdem nicht super schwer ist. Und das bringt eigentlich alle Eigenschaften mit, die wir da irgendwie brauchen. Die Box ist im Prinzip, das sind alle unsere Boxen nach hinten raus in der Tiefe, also relativ groß dimensioniert im Verhältnis. Dadurch kriegen wir einfach so ein bisschen mehr Bass rein. Und gerade bei der 10er-Box ist ja die Membranfläche nicht ganz so groß. Und da arbeiten wir dann natürlich auch mit verschiedenen Rückwandmodellen, offen, geschlossen. Relativ großzügige Öffnungen, sodass man da je nach Speaker eben variieren kann. Okay. Ansonsten ist aber keine zusätzliche Reflexöffnung irgendwie, sondern das ist einfach nur vorne der Speaker genau. Geschlossen und hinten ist die jetzt auch geschlossen, das Modell. Genau, also in dem Fall, weil ich muss mal nachschauen, ja, die ist hinten geschlossen. Es gibt auch noch die offene Variante, kann ich hier mal zeigen. Das sieht dann so aus. Okay. Also hier relativ einfach gelöst. Das ist nämlich im Prinzip einfach eine zwei Drittel geschlossen, ein Drittel offen. Eigentlich relativ klassisch. Und hier eben die geschlossene Variante. Das ist einfach auch wirklich abhängig vom Gitarristen, vom Amp, der benutzt wird, vom Speaker, der benutzt wird. Da können wir ganz ausführlich beraten und auch ausprobieren natürlich. Ja, und das sind so die beiden Varianten, sehr einfach gehalten bei der Box. Das heißt, es ist natürlich auch ein Zusammenspiel zwischen dem Amp, den man hat, und der Box. Da könnt ihr, je nachdem, was jetzt der Spieler für ein Amp spielt, könnt ihr schon beratend wirken und sagen, wenn du mehr britisch, dann würde ich eher diese Konfiguration nehmen oder mehr amerikanisch, mehr dieses. Ja, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, so sehen wir das. Also es gibt irgendwie so die Mission, irgendwie den Gitarristen nochmal beizubringen. Eine Box ist nicht einfach nur ein Lautsprecher, sondern das ist wirklich ein wichtiger Teil der Signalkette. Das ist tatsächlich doch immer noch nicht so ganz verbreitet. Wir Gitarristen, ja. Also da gibt es durchaus viele, die ganz teure Gitarren und ganz teure Verstärker spielen, dann sowas ganz Günstiges hinten dran und das macht irgendwie keinen Sinn. Also da wollen wir gerne überzeugen und dann auch entsprechend beraten natürlich. Das bedeutet, wir setzen uns mit jedem Kunden auseinander. Ich befinde mich da im Gespräch jetzt. Wenn du jetzt mein Kunde wärst, würde ich dich jetzt fragen, wer bist du denn überhaupt? Was stellst du dir vor? Wo kommst du her? Was spielst du für Equipment? Ja, und dann kann ich inzwischen ganz gut dir einen Tipp geben, in welche Richtung wir da gehen können. Dann wird das natürlich ausprobiert und wir können auch immer noch umswitchen. Also wir haben auch schon nochmal Speaker ausgetauscht und das kostet dann auch nichts oder so, sondern wir wollen, dass am Ende jeder glücklich ist. Okay, das klingt schon mal gut. Tolle Beratung. Und deine Konzepte, deine Cabinets haben ja tatsächlich auch eine hohe Flexibilität. Denn was ich gesehen habe, ihr habt ja nicht nur entweder geschlossen oder offen, sondern ihr habt euch ja richtig Gedanken gemacht, was man für Zwischenlösungen finden kann. Genau, also da müssen wir dann auf jeden Fall in Richtung 12 Zoll gehen. Ja, das ist bei den 12 Zoll Boxen, hier ist zum Beispiel, ich schiebe sie mal gerade ins Bild, das ist unsere 1x12er, auch relativ groß dimensioniert, nach hinten raus wieder richtig Volumen da, also die kann richtig Druck machen und auf der Rückseite kann man dann sehen, ist hier so ein System verbaut, das ist eine Option, die kostet natürlich ein bisschen Aufpreis, lohnt sich aber, weil man ganz einfach werkzeuglos hier hoch und runter stellen kann und somit einfach 2 in 1 hat.
Wow, also das ist ja wirklich genial. Die einzige Frage, die ich habe jetzt mal jetzt aus der rein praktischen Sicht ist, wenn man die verstaut oder wenn man die jetzt transportiert, diese Teile. Ja, da gibt es eigentlich zwei Lösungen dafür. Die eine ist, wir haben ganz hochqualitative Überwurfhüllen, die also sehr dick gepolstert sind, wo dann diese Schraube eigentlich gar keine Relevanz mehr hat. Die zweite ist, wir können die Schraube auch austauschen gegen eine Flachschraube, die dann eben mit einem Imbus einfach zu bewegen ist. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich mag das gerne, wenn man es ganz schnell machen kann. Einige Gitarristen, die viel auf Tour sind, haben die Imbus-Variante. Ja, genau. Das ist nämlich tatsächlich der Fall, wenn du jetzt, sagen wir mal, dein Equipment selber transportierst und im eigenen PKW und sonst nichts anderes als deine Sachen, dann kann man auf sowas total aufpassen. Aber es, sobald das Zeug in den Bus drin ist und die ganze Backline drin ist und es möglicherweise jemand anders in die Hand nimmt, dann sind das natürlich... Ja, Sollbruchstellen, sage ich mal. Ja. Aber es ist ja auch viel Studio-Einsatz bei diesen Boxen und da ist es wiederum mit der Hand super. Da wird fest mikrofoniert und dann kann man ganz schnell ausprobieren, stufenlos ausprobieren und hat einfach überhaupt keinen Werkzeugaufwand dabei. Insofern, beide Varianten haben so ihren, denke ich, ihren Sinn. Ja. Absolut, ihre Berechtigung. Es ist halt tatsächlich so, dass man ja auch, also nicht nur im Studio, wo man per se schon mal sehr flexibel arbeiten kann, aber auch live ist, kann das total interessant sein. Geschlossen, da ist vorne ein bisschen mehr Druck, wenn man das braucht, oder wenn der Raum das hergibt, dass man hinten aufmacht, dass der Sound etwas voluminöser ist und sich etwas auch nach hinten ausbreitet. Und zusätzlich noch Proberaumsituation, da braucht man einfach offen auch einfach weniger Lautstärke, um sich gegen den Drummer durchzusetzen. Und hat einfach danach nicht so Ohrenschmerzen. Ja? Also man braucht einfach weniger Ohrbelastung, um sich trotzdem selber gut zu hören. Und dann kann es Sinn machen, bei einer 24-Meter-Bühne Open Air das lieber zu schließen, damit man vorne sauber mikrofonieren kann. Okay, das war das Konzept jetzt mal für die 1x12er, die übrigens sehr schön ist. Und sag mal, das ist kein Tolex, oder? Oder was ist das hier? Wie kann man das nennen? Ja, doch, nennt sich auch. Tolex ist natürlich so eine besondere Variante. Das heißt bei uns im Programm Western Black. Okay. Gibt es auch noch in Braun, das ist halt so ein bisschen klassisch Oldschool gehalten, eins meiner Liebsten sozusagen, das ja. Ding hier auch auf der Messe natürlich steht. Sieht aus wie so ein Paisley-Muster, so ein bisschen so Pflanzen und Blumen. Gefällt mir total gut. Da ist es ja richtig schade, wenn da eine Macke reinkommt und man unterwegs ist. Ich kenne das schon, da bin ich dann ganz, dann braucht es nochmal eine Hülle und dann nochmal ein Case. Nee, sehr schön. Haben wir alles im Programm. Alles da, okay. Also wenn dann so eine hochwertige, so ein Tolex, dann könnte man den auch nochmal schützen. Gut, dann, das ist die 1x12er-Variante, aber es gibt auch die 2x12er-Variante. Und die schiebt der Moritz jetzt gerade nach vorne. Lass uns mal von vorne erstmal anschauen. Also was mir wirklich auffällt, ist, wie unheimlich sauber das alles gearbeitet ist. Ich weiß nämlich, was das für eine Arbeit ist, so ein Tolex da drauf zu machen, weil ich habe natürlich auch mal selber eine Box zusammengebaut. Und das Schwierigste war tatsächlich, dieses Zeug hier hinzukleben, dass es einigermaßen flächig und ich will nicht sagen, wie oft ich das hingemacht habe und wieder abgezogen habe, das will ich nicht. Aber meine höchste Bewunderung für die Qualität, mit der die Sachen gefertigt sind. Ja, vielen Dank. Es ist zugegebenerweise auch nicht unbedingt der liebste Teil unserer Arbeit. Aber wir sind ganz gut im Training und ich denke, das gelingt inzwischen makellos und macht natürlich auch irgendwie für den Gesamteindruck total den Unterschied, ja, ob das sauber ist oder nicht, klar. Ja, absolut. Schön mit schönen fetten Ecken, damit nichts passiert hier und nichts abbricht. Hier auch Multiplex oder was ist das? Ja, genau, das gleiche Holz, anderes Volumen natürlich, andere Konstruktion im Inneren, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, aber die Basis ist die gleiche. Auch hier diese Frontstärke ist gleich. Wir wollen ja auch so ein bisschen so einen Wiedererkennungswert haben und da soll jetzt auch nicht die Box anders aussehen. Das ist schon eine Serie. Ja. Okay. So, und jetzt aber kommen wir zu dem total abgefahrenen Teil, weil die Konstruktion innen, was wir jetzt nicht sehen, sind eigentlich zwei Kammern, habe ich das richtig verstanden? Genau, also wir können uns vorstellen, hier in der Mitte ist eine 12 mm Wand und trennt eben diese beiden Kammern im Prinzip in zwei, wenn man so will, einzelne Boxen. Deswegen ist die Box auch groß im Volumen nach hinten raus und generell sehr ungewöhnliches Format, weil wir einfach so lange experimentiert haben, bis wir mit diesem System zwei Kammern Volumina irgendwie hinbekommen haben, die also einzeln auch funktionieren können. Das hat riesige Vorteile. Man kann nämlich unglaublich gut Lautsprecher kombinieren. Das bedeutet,
Ich kann die absurdesten Kombinationen, also den liebsten und den bösesten Lautsprecher, den ich so kenne, kann ich hier in eine Box stecken und ich erhalte vorne raus sozusagen von beiden die Stärken. Und da wird sich nichts auslöschen, da wird sich nichts in die Quere kommen. Und ich kann ganz frei sozusagen, freigeistig hier bestücken. Und somit kann ich da mit jedem Kunden eine Lösung finden, die für ihn die maximal gute Lösung ist. Okay, das klingt super flexibel. Ja, bringt dazu an, tatsächlich zu experimentieren. Aber das ist ja nicht das Einzige, was diese Box jetzt auszeichnet, weil wir drehen die um 180 Grad, schauen nach hinten und stellen fest, tada, noch mehr Flexibilität. Und zwar sehe ich ähnliches Prinzip wie bei der 1x12. Wir können aus der geschlossenen eine offene machen oder eine halboffene oder halbgeschlossene, was im Prinzip aufs Gleiche rauskommt. Und zeig uns mal, wie das jetzt bei dem Modell funktioniert, bitte. Ja, also wichtig ist natürlich, dass beide Kammern ihre eigene Reflexöffnung haben. Deswegen hier also zwei und nicht eine große. Und beide sind natürlich hier mit so einer Scheibe dann von innen bestückt. Kann ich also ganz leicht öffnen und schließen. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich kann auch, wenn ich beide öffnen will, könnte ich jetzt diesen Einsatz auch noch ganz entfernen. Dann habe ich eine komplett offene Box. Und das bringt natürlich in Kombination mit zwei verschiedenen Lautsprechern einfach tausende von Möglichkeiten. Gerade weil es ja auch stufenlos ist. Das ist für Studioarbeit eine totale Erleichterung, weil ich fest mikrofonieren kann und danach noch ganz leicht ausprobieren kann. Ich kann sogar innerhalb eines Takes, den der Gitarrist spielt, ein anderer schiebt mal hinten rein und kann einfach die Veränderungen einfach hören, um meinen Sound zu finden. Und das Prinzip ist eigentlich ja gar nicht so kompliziert. Wir haben ein bisschen getüftelt, dass das alles mit den Maßen passt, aber eigentlich ist es eine relativ leichte Idee und er hat aber einen sehr großen Effekt. Okay, also wie gesagt, das lädt wirklich zum Experimentieren ein. Tolle Ideen, die du hier umgesetzt hast. Verarbeitung habe ich schon öfters erwähnt, finde ich sagenhaft. Aber du hast hier noch weiter Gedanken gemacht über andere Dinge, wie zum Beispiel, damit jetzt die Boxen, die am Boden stehen, uns nicht ausschließlich die Wadeln föhnen. Sowas wie Fender mit seinen Tiltarmen. Hast du etwas ganz Besonderes? Ja, also wir haben das Angle Stand genannt. Das basiert so ein bisschen auf unserem, wir nennen das Multi-Mount. Das kann man hier ganz gut sehen. Das ist eigentlich, sind zwei eingefasste Hülsen auf jeder Seite der Box. Die sind auch geschlossen, da kommt also, da entweicht nichts. Und wir haben verschiedene Multitool-Teile, die da reinpassen. Eins davon ist dieser Angle Stand, zweiteilig natürlich. Der würde dann hier so drunter geschraubt und dann kippt die Box nach oben weg um 15 Grad. Okay. Das hat einfach den Effekt, dass man in gewissen Situationen sich da noch ein bisschen besser hören kann. Ist alles ordentlich gemacht, Edelstahl und ja, greift einfach absolut wunderbar da rein. Ja, wir schützen das Tolex durch Abstandsringe, dass wir da nicht das Tolex kaputt machen. Also das funktioniert einwandfrei und ja. Okay, und 15 Grad ist, sagen wir mal, ein Winkel, bei dem tatsächlich schon eine deutliche Wirkung zu spüren ist und der Amp aber hinten nicht runterkippt. Genau, das ist eigentlich eine ganz bequeme Variante für beide Seiten, ja. Okay. Ja. Dann hast du schon erwähnt, Multifunktionsschrauben hier. Das heißt, da kann man auch andere Sachen festmachen. Genau, also die beliebteste Variante ist dieser Micro-Mount, den sehen wir hier. Wie gesagt, selbes Tool, selbes Prinzip. Wir haben hier dann die langen Löcher und können also das Mikro verstellen in beide Richtungen. Je nachdem, welches Mikromodell, es gibt ja auch diese ganz flachen Modelle. Und können dann mit dem Schwanenhals hier das Feintuning machen. Lässt sich dann super verpacken, auseinanderschrauben, länglich verpacken in den Koffer rein. Das ist was ich selbst live auch jedes Mal wieder zu schätzen weiß, weil ich bin der Typ, der mit den Fersen immer den Mikroständer umtritt. Und ja, da hat man natürlich Vorteil. Ich kann auch nach dem Mikrofonieren die Box noch bewegen und es passiert nichts mehr. Insofern glaube ich, eine der Kniffe von uns, die ja irgendwie eine ganz große Innovation sind, auch wenn es gar nicht so kompliziert aussieht, aber ich würde sagen, das muss eigentlich ein Argument sein, wo man sagt, hier, das erleichtert mir den Alltag. Die Techniker sind begeistert, das geht alles leichter. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich kenne das System mit so einer Klammer. Da gibt es ja sowas, aber ich habe es ausprobiert und es hält aber nicht so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Das heißt, es ist immer eine relativ wackelige Geschichte. Hier ist es bombenfest dran.
Aber es ist tatsächlich jetzt nur für eure Produkte tatsächlich anwendbar. Ja, wir werden das oft gefragt, gerade hier auf der Messe, ja, baut ihr das auch oder verkauft ihr das auch für andere Boxen? Nein, das wollen wir natürlich nicht machen. Wir wollen natürlich, dass dieses System uns in unseren Boxen vorbehalten ist. Und wer das haben will, der darf sich gerne mal so eine Box anhören. Und vielleicht gibt es dann ja schon zwei Argumente. Wir sind aus Darmstadt, wir haben da einen netten kleinen Laden und wir laden euch alle natürlich ein, vorbeizukommen und euch davon zu überzeugen. Ja. Das ist ein prima Hinweis, Darmstadt, aber ich habe sicher auch eine Webseite, larocca.de. larocca.de. Und Moritz, vielen Dank, dass wir dich besuchen durften. Ich sehe noch, du hast sogar Holzpicks. Ja, das ist auch wieder lustig auf der Messe, irgendwie total beliebt. Für mich eigentlich nur ein Grund gewesen, sowas zu machen, weil ich keine Holzreste wegwerfen kann. Das sind alles so schöne, wertvolle Hölzer und da haben wir irgendwie so ein bisschen Kleinkram draus gemacht. Und für die Messe ist natürlich genau das Richtige, weil sich da der Besucher hier eine Kleinigkeit mitnehmen kann. Schön. Dann nochmal vielen Dank. Sehr gerne, danke auch. Und ich würde sagen, Maxi, wir gehen zum nächsten. Ja? Also, gute Zeit. Ja, danke. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Schon sind wir beim nächsten Stand beim Captain. Jawohl. In der Nähe Münchens, in Emmering, gibt es einen Laden, der eine wahnsinnige Auswahl an gebrauchten Instrumenten hat. Aber nicht nur das, sondern einen fachkundigen, praxisbezogenen Fachmann. Und der baut auch eigene Sachen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er alles baut, modifiziert und für uns Gitarristen bereithält. Hallo. Hallo, servus. Captain, es heißt einfach Captain. Ja, alle nennen mich Captain. Ja, Jörg ist in Bayern nicht so der Bringer als Vorname. Okay, Captain finde ich total gut. Neuer Laden in Emmering in der Nähe von München. Seit einem Jahr seid ihr dort, aber ihr feiert schon 10-Jähriges. Ja, im Januar haben wir 10-Jähriges. Jetzt, wenn die Messe hier rum ist, dann werden wir mal gucken, was wir für Feierlichkeiten aufziehen. Aber wir lassen es dann schon krachen. Ja, 10 Jahre ist doch eine runde Zahl. Also 10 Jahre einen Musikladen zu haben, da ist man schon über den Berg und zeigt, dass man offenbar hohe Kompetenz hat. Ja, natürlich. Du kannst nicht 10 Jahre nur Luft reden. Das funktioniert nicht. Und es ist ja stetig gewachsen. Ich meine, ich habe daheim in der Garage angefangen und dann sind wir irgendwann ausgezogen und jetzt haben wir uns nochmal vergrößert. Also es ist schon relativ erfolgreich und dazu musst du schon ein bisschen Know-how haben, sonst wird das nichts. Und in der Garage haben ja schon einige Milliardäre angefangen, oder? Wenn Intel das geschafft hat, dann ist die Garage nicht ganz verkehrt. Steve und alle in der Garage angefangen. Ja, ich nicht, das ist das Problem. Und das kann man. Gar keine Garage. Ich hatte noch nie eine Garage, deswegen wird das nichts. Okay, lass uns mal gucken, was du hier alles hast. Das ist ja zum einen, sehe ich, einen klassischen Marshall, aber mit deinem Zeichen heißt, da ist schon was modifiziert worden. Natürlich. Also im Prinzip ist der JVM ein super Verstärker. Die Möglichkeiten für den Preis, das finde ich eigentlich unschlagbar. Aber uns hat der Grundsound nicht gefallen. Ich komme mehr aus der Vintage-Ecke und mir war der Verstärker zu modern. Das heißt, wir haben ihn komplett umgekrempelt. Es ist jetzt mehr ein Vintage-M. Ich will jetzt nicht sagen, er kann JTM 45 und JTM 8, das sind alles so abgedroschene Phrasen. Aber de facto, wir haben Gain rausgenommen und wir haben das Frequenzspektrum Richtung Vintage geändert. Und das ist auch eine sehr erfolgreiche Kiste. Wir haben mittlerweile 100 von den Dingern umgebaut. Okay, also 100 ist eine ganz schöne Zahl. Heißt aber zum Beispiel jetzt diese, sagen wir mal, gesächteten Satriani-Sounds, der spielt ja sowas hier, die kriegt man jetzt nicht mehr da raus, aber dafür den kernigen Rock-Sound. Ja, es ist schon noch genug Gain drin, aber diese übermäßige Kompression ist raus. Ich finde, man soll schon merken, ob ich die Seite leicht anschlage oder ob ich reinhaue. Und das hast du mit dem Original-Amp und gerade mit dem Satriani, der hat noch ein Löffelchen mehr, hast du das nicht mehr. Und das fehlt mir einfach an so einem Amp. Okay, können wir nicht hören, aber ja, soll ich dir was sagen? Captain, ich besuche dich einfach in deinem Laden und dann checken wir mal, wie sowas funktioniert und was du da modifizierst. Vielleicht hast du sogar ein Original und dann können wir vielleicht noch einen AB vergleichen. Ja, wir haben so eine AB-Box und dann können wir zwei Top-Teile über den gleichen M spielen und hin und her schalten und dann merkt man genau, wo der Frosch die Locken hat. Okay, cool. Dann, hier eine Etage höher, das ist eine komplett eigene Produktion. Es ist ein 68er Plexi, also das Konzept ist schon ein paar Tage alt, aber wir haben versucht, wir haben versucht, dem Original möglichst nahe zu kommen. Es bauen ja viele Leute Plexi-Amps, aber
immer nicht in der letzten Konsequenz. Wir haben das Thema sehr detailliert aufgerollt. Es gab ja zwischen 65 und 69 16 Varianten vom 100 Watt. Das wissen viele Leute gar nicht. Also die haben alle Nase lang was geändert und alle klingen anders. Und wir haben das alles aufgerollt und analysiert und warum, was, welcher, wo klingt. Und haben uns dann entschieden, den 68er zu machen, weil der der typischere ist und weil er manche Probleme nicht hat. Es gibt eine Reihe, wo die Anodenspannung zu hoch ist und die heutigen Röhren das gar nicht mehr können. In solche Fallen wollen wir natürlich nicht treten. Also wir haben das ausgesucht und dann jedes Bauteil auf die Waage gelegt. Wir haben eigene Boards gemacht, wir haben alte Mustard Caps genommen, wir nehmen Mercury Magnetics Trafos, um ohne auf Kosten zu schauen oder auf Aufwand so nah wie möglich dran zu kommen. Und wir sind dicht dran. Ich glaube, niemand ist so dicht dran wie wir. Okay, damit ich das richtig verstehe, ist das ein modifiziertes Modell oder ist das ein komplett eigenes Modell auf den Spezifikationen eines Plex? Nein, wir bauen den komplett selber, aber wir versuchen so nah wie möglich ans Original zu kommen. Den einzigen Unterschied, den wir machen, wir sparen uns zwei Eingangsbuchsen und schaffen dafür Platz für einen Masterregler, weil das Problem von den 100 Watt Marshalls ist, sie sind geil, aber sie machen bocklaut. Sie machen furchtbar einsam. Keiner will mit dir spielen, der Wirt schmeißt dich raus, es funktioniert nicht. Also ohne Master ist das. Und um die Optik halbwegs zu erhalten und den Master erreichbar zu haben und nicht auf der Rückseite, haben wir zwei Buchsen gespart, haben aber trotzdem quasi schon die Eingänge gebrückt. Das macht man bei Marshall. Du hast ja hier den Treble und den Bass. Die Klangregelung ist ja viel effektiver als die eigentliche Klangregelung. Also du mischst dir hier deinen Sound zusammen wie gewohnt, brauchst nicht mehr Brücken, hast aber Platz geschaffen für den Master und kannst das auf eine Lautstärke, nicht für Schlafzimmer. Es ist schon immer noch ein Rock-Amp, das soll in die Welt. Aber es ist in Lautstärken, wo das mit der Band funktioniert. Okay, da kann man auch mal im Übungsraum mal spielen. Oder im Club, ne? Ja, und nicht nur Olympiahalle. Okay, noch eine Etage höher. Ja. Kommen wir praktisch zum Gegenpol zu dem Marshall. Das sieht sehr nach Fender aus. Ja, das ist unser erster richtiger Konzept-Amp. Wir haben früher oft Amps, wir haben was gebaut und haben gesagt, okay, ist geil, jetzt machen wir ein Produkt draus. Hier haben wir uns erst überlegt und haben gesagt, okay, was brauchen wir? Die Leute kamen immer, wollten einen Fender Clean Sound und einen Marshall Zerr Sound. Und ich habe immer gesagt, es geht nicht. Und es geht auch nicht. In letzter Konsequenz geht es nicht. Weil in den beiden Verstärkern alle Bauteile verschieden sind. Du hast andere Widerstände, andere Kondensatoren, anderen Speaker, anderen Trafo, ist alles anders. Also geht das nicht. Trotzdem wollten wir versuchen, das unter einen Hut zu bringen. Wir haben jetzt quasi im Prinzip einen Deluxe Reverb Clean Kanal, der auch ganz dicht dran ist und dazu einen ordentlichen Zerrkanal gemacht. Das ist kein Marshall, aus besagten Gründen, ne? aber es ist ein ordentlicher Zerrkanal und es ist ein guter Zweikanaler. Dazu kommt, dass es ein modulares Konzept ist. Der Kunde hat die zwei Kanäle als Ausgangsbasis, kann wählen 20 oder 40 Watt Endstufe und dann kann er sich dazu bestellen, was er braucht. Braucht er ein Tremolo? Ja, kriegt er eins, braucht er keins, muss er es nicht bezahlen, ist nicht drin. Er kann Reverb haben, er kann einen schaltbaren Einschleifweg haben, einen schaltbaren Master, einen Tube Rectify Emulator, also der die Röhren gleich Richtung nachbildet. Also man kann sich richtig genau den Amp zusammenstellen, wie man es braucht. Weil sonst haben wir immer ein Tremolo drin und der Kunde sagt, ja, Tremolo ist nett. Dann sage ich, ja, wir können es auch ohne bauen, kostet das Gleiche, weil es rausbauen. No. Okay, preislich liegen wir, da steht ab 2,197. 2,2. Genau, 2,2, da sind die zwei Kanäle drin und die, jetzt weiß ich gar nicht, das ist der 40 Watt, die 40 Watt Endstufe. Aber wenn du einen Reverb hast, kommt es dazu, Tremolo kommt dazu, Master kommt dazu. Also die anderen Sachen sind dann on top. Okay, verstehe. Also gut. Hier liegen wir bei ungefähr 3.000 Euro. Alles klar. So, schauen wir doch mal weiter, weil nicht nur Amps, es sind ja viele da, wollen wir nicht alle durchgehen, auch Gitarren, die faszinieren mich ja total, weil sie tatsächlich einen ganz eigenen Look haben. Ja, und ich habe schon vom ersten Tag, als ich dich besucht habe, die gesehen und da steht jetzt Soul drauf, die ist verkauft. Ja. Schau doch mal, Maxi, schau doch mal die schöne Tele an. Ah, ist keine Tele, ist eine Esquire. Aha, okay. Ja, sie hat nur einen Pickup, aber der Unterschied ist, wir haben einen Spezialpickup, der David Barfuß. Macht mir die Pickups und das habe ich mit ihm entwickelt. Das ist ein Pickup, der hat drei Abgriffe. Der hat quasi einen normalen Ausgang, hat einen Underwound und einen Overwound. Das heißt, mit den drei Stellungen kriegen wir tatsächlich drei verschiedene Sounds zusammen. Das macht mehr Schub. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Ein Pickup und ein Wahlschalter. Naja, interessant. Früher auch. Aber die alte Esquire-Schaltung war ja diese Mumpfe-Tonschaltung, das war ja unbrauchbar. Aber hier haben wir tatsächlich, wenn er hinten steht, also auf Stegposition, dann haben wir die Klangregelung ganz weg und haben den meisten Schub und den Overwound. In der Mittelstellung habe ich eine voreingestellte Klangregelung innen drin.
Und vorne ist ganz normal der Klangregler. Und vorne underbound, in der Mitte normal und hinten over. Also wir kriegen richtig drei Sounds raus. Und wenn du den M so am Crunchen hast, dann kannst du richtig Gas geben oder eben runterschalten. Und wenn du mit dem Volume-Regler noch dazu spielst, dann kann die Gitarre alles, was du brauchst. So, dann lass uns hier weitergehen. Was hast du noch für Schätze, wo du sagst, das ist ein A? Ja, das ist jetzt natürlich unser Glanzstück. Da haben wir lange hingemacht. Die Gitarre heißt bei uns Rocket. Sieht im ersten Moment aus wie eine T-Type. Wir haben aber hier ein schmaleres Hörnchen, weil wir die auch mit einer Strat, also die gibt es in vielen Varianten. Das ist jetzt was ganz Besonderes, denn die Gitarre hat meine Tochter handbemalt. Also das ist nicht gedruckt oder sonst irgendwie, sondern da ist jeder Strich von Hand aufgepinselt und dann mit Klarlack versiegelt. Es ist eine wunderbare Arbeit. Ich weiß nicht, Maxi, schau doch mal, weil das ist wirklich wert, mal nah ranzukommen und zu sehen, wie liebevoll das gestaltet ist. Wirklich sehr, sehr schön. Hat sie lange gebraucht? Ja. Wo hat sie das gemacht? Ist das etwas, was hier direkt auf der Decke drauf, ja, oder genau. Hat sie das? Die Decke war schwarz lackiert und dann ist es ein weißer Stift, mit dem wir das aufzeichnen und dann machen wir Klarlack drüber. Okay, das ist ja fast zu schade, um sagen wir mit auf die Bühne zu nehmen und es zu agen. Natürlich, das ist eine der wenigen Gitarren, die kein Relic hat. Ein bisschen die Hardware ist natürlich angepasst, weil das sind noch zwei alte Pickups. Ich hatte in der Schatzkiste noch die beiden Patent-Number-Humbucker, das sind Gibson-Humbucker, die seltene Variante, die sie in den Silverton-Gitarren verbaut haben. Und für dieses Schätzchen habe ich die, genau, die Mini-Humbucker haben die in einer Reihe und diese Silverton-Dinger, also sind relativ speziell, aber machen natürlich diesen super süßlichen Ton, den wir alle lieben. Tolle Gitarre, sehr schön, die Kopfplatte, genau. Erinnert eigentlich mehr als an eine Akustikgitarre, vielleicht eine Dobro und passt aber... Sollte mal was ganz anderes werden und ich glaube, das ist uns ziemlich gut. Ist euch total gelungen. Dann geht's weiter mit der Klassiker. Eine Strat in Heavy Relic, Aztec Gold Over 3-Tone Sunburst. Auch hier haben wir spezielle Tonabnehmer. Der David Barfuß, mit dem habe ich das Set zusammen auch wiederum gemacht. Da ist vorne im Prinzip ein 69er, hinten haben wir einen 63er und in der Mitte ist ein 50s. Das heißt, wir haben vorne den Jimmy, hinten den Stevie. Und in der Mittelposition haben wir den Mark, den Knopfler. Ne? Also das ist für mich so die Quintessenz, was eine Strat können muss. Prima. Sollen wir noch erwähnen, dass du, außer dass du jetzt eigene Instrumente baust, aber auch sehr viele gebrauchte Instrumente in deinem Laden hast? Ja, natürlich. Wir machen An- und Verkauf, auch Kommissionsverkauf. Und natürlich, alles fing an mit Amp-Reparaturen. Das ist immer noch unser Kerngeschäft. Wir machen Reparatur, Modifikation, Restaurierung, alles was. Aber nur Röhre. Also von Transistor kriege ich immer Ausschlag. Aber nicht nur das. Ich meine nicht den Ausschlag, nicht nur, sondern ich weiß, dass ihr auch sehr viel Beratung und auch Umsetzung in Sachen Pedalboard-Planung macht. Ja, wir haben auch eine Floorboard-Linie. Also wir machen Floorboards, die auch... viel nachgedacht, was an den gängigen Sachen alles nicht so toll ist und haben eigene Floorboard-Konzept entwickelt und bauen natürlich für Leute komplette Floorboards auf als Maßanfertigung mit von der Planung bis zur Fertigung. Habe ich schon gesehen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ihr das Board baut und dann das in dem übergebt und sagt, so, jetzt kannst du es selber verkabeln, sondern ihr macht wirklich, der kommt mit den ganzen Geräten und mit der Konzeption, wie er es genau haben will, und so könnt ihr das auch wirklich fertig machen, dass er am Abend den Gig spielen könnte. Natürlich. Normalerweise ist dann natürlich ein Beratungsgespräch da, der Kunde sagt, das und das will ich, dann unterstützen wir ihn auch, wie ist die Reihenfolge, wenn das die meisten Leute wissen das, die haben ihr Zeug und wissen, so ist das, und dann schauen wir nur so ein CAD-Tool, wo wir die Sachen positionieren und schauen, dass wir natürlich auf möglichst kleinem Platz möglichst viel unterbringen. Das ist halt auch zwei Etagen und in der unteren Etage passt das Netzteil mit rein. Wir haben alle Anschlüsse von außen, das heißt, man muss nicht am Gerät anstecken, weil diese Buchsen oft nicht lange halten. Also alles diese üblichen Schwachpunkte haben wir alle versucht zu beseitigen. Es gibt keine Verschlüsse für den Deckel, sondern der Deckel kommt drauf, du stellst es auf und ziehst eine Hülle drüber. Mhm. Das schützt das Board, weil wir machen es in beliebigen Tolex, schützt das Board und hält es zusammen und du hast nichts, was klappert oder was man abtreten kann. Ja. Schön. Das klingt nach einem wirklich umfassenden Angebot an allem, was der Gitarrist so braucht. Natürlich, wir versuchen jedem was Gutes zu tun. Wie gesagt, außer Transistorverstärker, das ist nicht unsere Leidenschaft. Das überlassen wir gerne jemand anders. Aber ansonsten machen wir alles, was das Gitarristenherz sich wünscht. Ihr habt auch wirklich sehr schöne Räumlichkeiten, die sehr schön eingerichtet sind. Viel Holz, es ist super
angenehm und schön, da sich aufzuhalten und die schönen Instrumente zu sehen. Jedes erzählt seine eigene Geschichte, weil eben auch sehr viele gebrauchte Instrumente da sind. Mhm. Es sind Räume da, wo man in Ruhe die Amps ausprobieren kann. Man kann mit dir Termine vereinbaren, wo man kommt und dann auch wirklich in Ruhe was ausprobieren kann. Ihr habt ja auch eine schöne kleine Bühne und gelegentlich auch Veranstaltungen, wo man Vergleiche, letztes Mal war es, glaube ich, Fraktal gegen Röhrenamp. Ich könnte mir vorstellen, wer da gewonnen hat, aber es ist nur so eine Ahnung. Diese ganze Digitalgeschichte ist natürlich immer eine zweischneidige Sache. Natürlich wollen wir in die Tiefe gehen. Nein, leben und leben lassen. Es gibt den Markt und es gibt den Bedarf an Digitalsachen und es gibt den Bedarf an klassischen Röhrenamps. Wollen wir es einfach so stehen lassen? Was wir nicht stehen lassen wollen, ist euch zu entlassen, ohne zu sagen, wo genau der Laden ist und wie die Webpage heißt. Ja, das ist natürlich, da hinten steht es, die Webadresse, captain-guitar-lounge.de. Okay, captain-guitar-lounge.de. Und dann landet ihr auf eine sehr gut strukturierte Webseite, auf der ihr einen guten Überblick über das aktuelle Angebot in eurem Laden seid. Da könnt ihr auch Kontakt aufnehmen mit dem Captain, wenn ihr Probleme habt, und bestimmt ist da auch eine Telefonnummer. Ja, natürlich. Gut. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und wir verabreden uns aber irgendwann mal in deinem Laden, wo ich mit den Michi hinkomme und wir dann uns ein bisschen da durchspielen und einfach wieder ein bisschen quatschen, vielleicht über ein bestimmtes Thema, was unsere Supergen-TV-Zuschauer interessieren könnte. So machen wir es. Captain, herzlichen Dank. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss. Und weiter geht's. Tschüss. So, jetzt bin ich bei unseren Standnachbarn, beim Sascha von Gamble Guitars. Und ich schaue den ganzen Tag schon auf diesen Stand. Und die zeigen wir euch dann nachher aber auch. Und ich bin wirklich total angetan. So wahnsinnig schöne Instrumente. Es steckt viel Liebe zum Detail darin. Das sind unsere Nachbarn, die immer wieder mal auch zu hören sind. Wir kriegen das hin. Erstmal möchte ich mal von dir wissen, Gitarrenbauer aus Leidenschaft. Ja, auf jeden Fall. Und wie lange war das schon? Offiziell seit 2011 und habe halt so 2-3 Jahre davor schon so ein bisschen rumgebastelt. Und eigentlich dazu gekommen, ich habe immer Gitarren geliebt und irgendwann wollte ich eine eigene Gitarre bauen, habe meinen besten Kumpel damals gefragt, den Robby, mit dem habe ich das bis vor kurzem eigentlich zusammen gemacht, mittlerweile alleine, aber wir haben es eine ganze Zeit lang zusammen gemacht. Und so ist es dann gekommen. Ich habe dann irgendwann einfach Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, ich mache das jetzt voll. Wobei erstmal nebenbei das Ganze gemacht. Also eine ganze Zeit, über 3 Jahre lief das nebenbei. Normalen Job gehabt und normalen Job, das ist auch ein normaler Job. Aber ich weiß, was du meinst. Ich liebe das auf jeden Fall über alles. Mir macht das mega Spaß und ich genieße die Zeit in der Werkstatt und das ist einfach, ja. Einfach eine schöne Sache so. Okay, das bedeutet, wenn ich mich so umschaue, hier sehe ich eine Liebe zu Les Paul. Also interessant, weil bei vielen Gitarrenbauern, finde ich, ist der erste Schritt zu einer Strat-ähnlichen Gitarre. Hier sehe ich aber erst so eine gewölbte Decke auch und schon die Anleihen zu einer Les Paul, aber ein eigenes Design. Ist das Design von dir? Ja, genau. Ich habe das irgendwann gezeichnet, relativ. Also die Rockfire ist tatsächlich die erste gewesen so. Wobei noch nicht mit gewölbter Decke, sondern mit einem Flaptop. Und ich habe immer, ich mochte so eine Mischung aus Les Paul und die Porrit Smith Double Single Cut. Ich wollte irgendwas dazwischen haben und habe halt so ein bisschen so ein Offset-Design da reingebracht und die halt insgesamt ein bisschen anders gestaltet. Und ich habe halt immer schon Les Pauls geliebt einfach. Und deswegen war das auch eigentlich so die erste Gitarre, das erste Gitarrenmodell, was ich gebaut habe. Okay. Gefällt mir total gut. Ich finde auch diese Asymmetrie durch die Bedienungselemente erschließt sich sofort. Also es ist nichts Unnatürliches dabei. Eine wunderschöne fließende Form. Gefällt mir. Schön. Super. Was mich interessiert jetzt zur Bauart, geschraubter Hals oder geleimter Hals? Geleimt. Also wirklich Les Paul. Okay. Schöne Kopfplatte. Am längsten gedauert, kein Witz. Also Kopfplatten ist so das Ding, es ist super simpel, es ist ja nichts da dran, aber im Endeffekt eine Kopfplatte zu finden, die noch nicht so genau jemand hat und die trotzdem optisch wirkt und dann auch noch funktioniert, dass man einen Seitenverlauf hat, der halt relativ gerade ist, das hat echt lange gedauert. Da muss man viel zeichnen und hat auch die ersten vermasselt und dachte so, funktioniert nicht so gut.
und hat sich mit am längsten gedauert. Das kann ich total verstehen. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass Kopfplatten für mich enorm wichtig sind für so das erste Kennenlernen einer Gitarre. Ja, ja. Die Korpusform ist die eine Sache, aber die Kopfplatte ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Das finde ich, ist hier sehr, sehr gut gelungen. Kompliment. Ich finde, dass die Proportion vor allem der Kopfplatte auch gut zur Gitarre passt. Ja, ja, schön. Ist gut. Super. Was hast du für Pickups drin? Also überwiegend tatsächlich Harry Häusl. Was ganz viele Gitarrenbauer verwenden, weil es einfach, er ist mal ein ganz, ganz, ganz netter Kerl, aber er baut halt unfassbar gute Pickups und sind halt gleichbleibend von der Qualität her. Ich weiß, wenn ich da ein Vintage Plus nehme zum Beispiel, weiß man einfach, wie er klingt. Man baut den ein und man weiß einfach, was man da hat. In letzter Zeit so, baue ich immer mehr auch, oder arbeite ich mit dem Rübezahl zusammen, mit dem Chris von Rübezahl. Auch ganz tolle Pickups. Der ist noch nicht ganz so lange dabei, aber baut halt ganz tolle Pickups und die nehme ich auch ganz gerne. Die P90 von ihm nehme ich ganz gerne und baue die halt auch immer mehr mal in Gitarren mit ein und ja, habe da sehr gute Erfahrungen. Die Rübezahl Pickups habe ich in meiner Lieblingsgitarre schon gesehen. Sogar, nein, in der Lieblingsgitarre, die wir nachher uns nochmal anschauen werden. Sprichst du mit dem Harry, bringst du mal eine Gitarre mit und stimmt dir dann die Pickups auch mit der Gitarre ab oder ist es jetzt eher so, dass du sagst, die könnten am besten passen jetzt erstmal, das ist der erste Schritt? Ja, also ich weiß mittlerweile, wenn jetzt nicht was ganz Spezielles gebraucht wird, dann spreche ich natürlich auch mit ihm und sage, hey, der soll so und so sein, das kommt auch vor. Meistens ist es aber so, in 90% der Fälle, dass ich einfach weiß, ich habe meine Modelle und weiß halt, was für Pickups am besten passen. Also ich weiß, bei der Rockfire als Solid Body, da nehme ich ein Vintage Plus und ein Vintage am Neck. Und da kann ich auch mal eine heißere Version nehmen, je nachdem, was der Kunde haben möchte. Aber ich weiß halt, was in die Gitarren passt mittlerweile. Es sind jetzt so viele Jahre und so viel rumexperimentiert mit den Pickups und dann hat man irgendwann ein Gefühl und weiß, was da passt. Und deswegen sind das eigentlich immer so Grundtypen von ihm. Okay, das bedeutet aber schon, dass du einfach, das ist kein Zufall, sondern du suchst dir auch praktisch die passenden aus dem Sortiment vom Harry hier für deine Gitarren. Genau. Okay, schön. Wollen wir mal einen kurzen Blick über die anderen werfen, die du da hast? Lass uns da rein. Genau. Nimm sie ruhig runter, dann können wir sie hier sehen. Das ist die Pokerface, nenne ich sie. Ja, Thema Gamble. Spade Inlays und Pokerface, Gamble. Ja. Das ist die Pokerface und was da besonders ist, ist halt, das ist eine Semi-Holo. Und wir haben das F-Loch ist einfach mal hier. Also ne, man hat nicht so ein typisches F-Loch, sondern das ist einfach hier drin. So. Okay. Halt das mal ein bisschen schräg, damit wir wirklich sehen können, weil das ist ja eine total abgefahrene Konstruktion und Idee. Das ist wie so ein Schlitz, der praktisch Decke und Zarge sozusagen öffnet hier. Ne? Also es geht nicht vor bis zum Rand, bis zur Zarge, sondern geht so tief rein. Genau, so ist es. Hast du noch, ist zwischen Decke und Boden noch eine Verbindung? Ist da ein Block dazwischen? Also man hat hier den Centerblock noch, der geht bis hier hin. Und dadurch, dass das hier freischwebend ist, habe ich hier noch so einen kleinen Steg eingebaut quasi. Oder beziehungsweise ist das in einem ausgefräst, ist ein Mahagoni-Klotz, der ist in einem ausgefräst. Und hier habe ich halt auch noch einen kleinen Steg stehen lassen, damit hier das nicht zu doll schwingt und nachher anfängt zu pfeifen oder so. Okay, also sie ist schon Feedback sicher weitgehend. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Tolles Design, gefällt mir total gut. Ja. Und wir sind da auch in der Schaltung und in der Pickup-Konstellation eher bei einer Paula wieder. Ja, genau, richtig. Das ist auch eigentlich, ja gut, Paula hat meistens zwei Volumen, zwei Tonpotis. Stimmt, ne? Ja, mal davon abgesehen. Ich verwende meist, also ich habe von Anfang an immer gedacht, ich möchte die, also Gamble ist ja Zocken, ne? Zockergitarren, das war eigentlich die Idee dahinter. Die Gitarren sollen halt gezockt werden, die sollen nicht nur an der Wand hängen, sondern... Und da war es halt so, ich war immer ein Freund davon, eine Gitarre so einfach wie möglich zu gestalten, so auch vom Spielen her. Und so ist es eigentlich entstanden, das Volume, Ton, Toggle Switch, fertig. Und ja. Und das geht mir genauso, weil ich spiele auch Paulas und bei mir ist es auch so, dass ich Volume auf einen Regler gelegt habe. Ach, für okay. Ja. Ich habe den praktisch stumm gestaltet. Ja. Gut, die zwei Tonregler funktionieren noch unabhängig, aber Volume-Regler, ja, das ist mir zu stressig auf der Bühne zwischen den beiden. Und ehrlich gesagt, diese Soundunterschiede, die sie für mich war einfach schnell. Ja, laut, leise machen. Das ist halt auch Geschmackssache. Ja. Ne? Also jeder hat da so seine Vorliebe. Ich habe auch gleich noch eine Gitarre, da habe ich, die ist wie eine Paula von der Schaltung her. Aber ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache einfach. Ne? Die Hardware ist von? Die Hardware ist von überwiegend die Brücken von ABM. Mhm. Wobei ich auch hin und wieder mal, Rockinger hat da eine, die ist genauso. Und nämlich meistens
von ABM oder von Rockinger die Brücken. Oder Farbe habe ich auch schon ganz oft genommen. Okay, und was mir gefällt, ist dieser Edelstahl, dieser polierte Edelstahl-Look, genau. Und der zieht sich über alle Metallteile, sagen wir mal. Genau, das mache ich auch. Von Anfang an habe ich es so gemacht, dass ich das immer mattiert habe. Also nicht geaged mit, also ich bestelle die ganz normal in High Gloss, ne, wie man sie so kauft, weil die geagten sehen natürlich wieder anders aus, sind halt geaged. Und ich habe von Anfang an immer, habe da ganz lange gesucht, bis ich was gefunden habe, womit das sehr gut funktioniert. Also mattiere halt alles an Hardware, weil auch selbst Kunststoffe, wenn ich mal Kunststoff Hambacker-Rahmen nehme, dann sind die immer mattiert. Okay. Also okay, sieht super aus, total stimmig und selbst die Plakette, die du hinten hast. Genau. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist, auf sowas stehe ich total. Das ist einfach, da sieht man die Liebe zum Detail. Sehr schön. Hier sieht man ja auch den Übergang mal. Genau. Hals-Korpus ist jetzt relativ eckig, sage ich mal, aber schön ausgespart, sodass man sehr gut auch in die oberen Lagen kommt. Genau, du merkst die Ecke eigentlich nicht. Also wenn du spielst, dann hast du deinen Handballen ja hier. Und du merkst tatsächlich die Ecke gar nicht so. Das sieht tatsächlich auch sehr einladend aus. Genau. Für den Daumen. Ja. Cool. Okay, ja, prima. Genau. Die Mechaniken oben wollt ihr noch? Mechaniken, genau. Das sind, also ich nehme meistens diese Keystones, nennen die sich ja. Und das sind meistens entweder Goto-Mechaniken, Cruiser-Mechaniken oder auch da Faber-Mechaniken. Das sind so die ich hauptsächlich benutze. Aber kein Schnelllock, sondern es ist so richtig Kurbeln. Also das ist genau, das ist Kurbel. Auch da, der Kunde kann sich alles wünschen im Endeffekt. Also ich baue alles ein, was der Kunde haben möchte. Es sei denn, ich bin der Meinung, das funktioniert gar nicht. Aber ansonsten geht eigentlich alles. Die meisten nehmen es aber tatsächlich so, wie ich es anbiete. Schön. Dann lass uns noch mal... Ganz schnell noch, hier sehe ich tatsächlich P90 drin. Genau, das ist die Miss G eigentlich soweit und halt auch eine Junior-Gitarre. Gibt es auch in anderen Variationen. Also jedes Modell gibt es eigentlich in verschiedensten Varianten. Junior, Standard, als Semi-Hollow. Was gibt es dazu sagen? Das ist so eine, die ist aus Cedro. Gar nicht, ich verwende viel Mahagoni, aber auch ganz gerne mal mittlerweile Cedro. Spanish Cedar ist ein ganz tolles Holz. Und da baue ich halt auch immer mehr mit. Und das ist so klassisch, genau, P90, nur ein Volume und dann einfach Gas geben und Spaß. Einfach spielen. Ja. Schön. Ja. Dann gehen wir weiter hier, zwei P90. Genau, das ist auch die Miss G und das einfach mal mit einer gewölbten Decke. Trotz alledem pures Mahagoni, ein Bokote Griffbrett. Für eine Messe versucht man immer mal so ein paar Hölzer zu kriegen, die man nicht jedes Mal verbaut, die einfach mal... Ein bisschen was hermachen dann, ne? Und das ist dann dementsprechend... Glück gehabt, dass es hier genau am 9. Bund hier noch so eine kleine Maße hat. Auch das hier. Ja, wir haben schon darauf geachtet, dass hat sogar der Jörn, der hat da so ein bisschen drauf geguckt, dass sie halt wirklich in die Mitte von den zwischen den Bünden da auskommen. Also, ja. Das war schon der Plan. Cool. Tatsächlich. So, hier die Mischung. Genau, das ist tatsächlich eine Semi-Hollow auch. Die ist halt ohne F-Loch, aber es ist trotzdem eine Semi-Hollow. Auch hier ist der, so einen Klotz in der Mitte im Grunde genommen noch. Ist auch aus einem ausgefräst. Eine schöne einteilige Ahorn-Decke und dann in dem Fall auch geaged ein bisschen. Sehr schön. Machst du das Aging selber oder hast du da jemanden? Nee, den mache ich alles selbst. Okay, weil da gibt es ja richtige Spezialisten, die... Ne, und das macht mega Spaß. Ich liebe das einfach mittlerweile. Am Anfang hat man viel rumprobiert und das sah auch nicht so gut aus. Und mittlerweile macht das einfach Spaß. Und bestellen auch relativ viele geagte Gitarren. Ja, ich gebe zu, ich habe auch eine Schwäche für geagte Gitarren. Ja, sieht schön aus. Und fühlt sich von Anfang an, irgendwie fühlt sich anders an, keine Ahnung. Ja, es fühlt sich doch... Also es gemacht, aber es fühlt sich anders an. Ja. Ja. Hier haben wir eine mit tatsächlich mit F-Lock. Genau, das ist auch eine Rockfire-Semi. Und die ist auch aus Cedro, aus Spanish Cedar. Und eine wunderschöne Decke, finde ich. Hammerdecke und ein Binding. Das Binding ist, Binding, ja, hier, das ist auch, ne, total geil. Das wird eigentlich mehr im Akustikgitarrenbau verwendet. Ja, so. Ja, genau. Aber ich finde es halt total schön und habe das schon öfter mal verwendet und verbaue es halt super gern. Sogar hier jetzt am Halsrand, genau, hier praktisch, vom Griffbrettrand. Ja. Und übrigens, ne? Und ein Mooreichengriffbrett. So ein 6000 Jahre alte Mooreiche ist das. Ja gut, das liegt immer lange in den Mooren oder in den Flussbetten. Und nachhaltiger geht es eigentlich gar nicht. Das Holz wird schön aus dem Fluss rausgezogen oder so. Und ne, ist halt auch mal ein bisschen anders. Also wird nicht so oft verbaut. Schön. Und jetzt hinten habe ich gesehen, die Plakette in Holz. Genau. Das ist jetzt in Black Corina.
Und genau, das ist in Holz. Ich mache das mal in Alu, je nachdem, wie es zur Gitarre passt oder auch wie die Kunden das haben wollen. Und ja. Schön. Gut, und dann, wir nähern uns meiner Lieblingsgitarre. Das ist sie noch nicht ganz hier. Ja. Das ist auch im Grunde genommen ja fast die gleiche Gitarre, allerdings mit gewölbter Decke, auch als Semi-Holo. Gewölbte Decke, die ist hinten auch nochmal ein bisschen, also hat halt auch ein Aging im Endeffekt. Ja. Vor allem ist, also hier das Aging ist ja super schön, finde ich eigentlich. Aber man kauft ihr ab, man würde ihr abkaufen, dass sie bestimmt mindestens ihre 30 Jahre auf dem Buckel hat, mindestens. Sieht bei der authentisch aus, so, ja. Und in dem Fall Ember Pickups. In dem Fall tatsächlich keine Harry Häusl Pickups, sondern Ember Pickups. Und ja, da haben wir die Les Paul-Schalter. Klassische Schalter. Weil die sollte einfach so, auch von dem Aging her und dann die Pickups, das sollte alles so ein bisschen in 59er Les Paul einfach mal so als Idee gehen. Ist natürlich nicht wie eine Gibson, aber es ist halt, geht in die Richtung dann so. Ja. Ja. So. Jetzt kommen wir zu deiner Gitarre. Jetzt sind wir soweit. Jetzt, da ist sie. Das ist die, da ist sie. Die Rockfire als Junior. Junior heißt dann immer nicht nur ein Pickup bei mir, sondern das ist im Grunde, da ist keine Decke drauf, das ist halt rein aus Mahagoni, Mahagoni-Hals, Mahagoni-Korpus. Einfach einfarbig lackiert und dann halt auch ein bisschen geaged. In dem Fall sind Rübezahl-Pickups, Humbucker, die machen richtig schönen Dampf, die machen Spaß. Was sehr geil bei der ist, ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn man Humbucker splittet. Weil irgendwie ist da der Sound nie so, wie man es erwartet. Das ist immer ein Kompromiss, ne? Ja, genau. Bei der funktioniert das super gut. Also das hört sich so geil an. Man zieht den, geht in die Mittelstellung, Volume ein bisschen runter, auch bei High Gain. Und dann drehe ich runter und dann habe ich einen so geilen, schnatzenden Sound. Also macht Spaß, die Gitarre auf jeden Fall. Also mit großem Abstand auf der Messe mein absolutes Lieblingsteil, wenngleich ich sie noch nicht spielen konnte. Deswegen, vielleicht lässt sich was organisieren, dass du mal mit ein oder zwei Gitarren zu uns ins Studio kommst. Ja, klar. Und wir schließen sie mal an und checken mal auch, wie sich die Teile anhören. Ja. Diese hier ist auf jeden Fall, kriegt den goldenen Super Gain von mir, weil das meine absolute Lieblingsgitarre ist. Freut mich voll. Gut, Mensch, schön, dass wir dich besuchen durften. Sehr gerne. Schön, dass und du da tolle Nachbarschaft hier. Auf jeden Stand. Fall. Und ich würde sagen, hoffentlich, wir bleiben in Kontakt und vielleicht ergibt sich, dass du uns besuchen kannst. Ja, bestimmt, mit Sicherheit. Also, alles Gute. Dank. Und auf zum nächsten. Jawohl, ja. So, und jetzt sind wir bei der Lina, Steiner Straps, und das ist wunderbares Zubehör für uns Gitarristen. Hallo Lina. Hallo. Sag mal, ich sehe hier wunderbare Gitarrengurte in allen möglichen Ausführungen. Kannst du uns mal zeigen, was für eine Modellpalette du hast? Ja, klar. Also, wir haben im Prinzip vier verschiedene Modelle. Und zwar haben wir das erste Modell, das sind Gurte mit so einer Art Seidenstoff, die haben so ein bisschen Glamour, die haben so einen Shiny-Effekt, ganz cool eigentlich für die Bühne, weil man dann ganz gut mit Licht spielen kann. Da gibt es unzählig verschiedene Variationen, Formen, Farben, also auch ein beliebtes Paisley-Muster zum Beispiel. Hier so ein bisschen größere Blumen, hat vielleicht so einen hawaiianischen oder chinesischen Stil, je nachdem wie man das sieht oder was gepunktet ist. Dann haben wir die zweite Kategorie, die haben wir hinten, die heißt bei uns Retro. Das sind Jacquard-Bänder oder Webbänder, ja, die so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Western-Style auch so ansprechen könnten. Da haben wir auch verschiedene Muster und Farben. Und also gerade diese Muster und Farben gibt es so nicht momentan anders auf dem Markt, da wir diese Sachen selber auch produziert haben lassen. Genau. Dann geht es weiter mit Autositzgurten, die Seatbelt-Straps. Ah, ich wusste, dass ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Autositzgurte. Richtig, ganz genau. Also, ja, kennt ja nun mal jeder und wir haben die hier in verschiedenen Farben. Die Besonderheit bei diesen Gurten ist, dass wir hier Baumwolle hinten drauf haben. Das heißt, sie rutschen nicht. Denn wenn man eben nur eine Ebene oder ein Lager hätte, würden die natürlich unendlich stark rutschen. Das tun die jetzt nicht. Das Baumwollband ist auch relativ dick. Das heißt, man hat einen guten Halt, es schneidet nicht in den Hals. Und es ist super bequem. Die nächste Kategorie wäre Heavy Nylon. Das ist ähnlich wie Autositzmaterial, ein bisschen dicker und hat so ein Fischgrätmuster nochmal eingenäht.
Und da haben wir das Gleiche auch nochmal mit dieser Baumwollrückseite, die eben einen sehr hohen Tragekomfort bietet. Und ja, zu guter Letzt haben wir noch Ledergurte in verschiedenen Variationen, Farben. Und die sind grundsätzlich gepolstert, weil also wir haben es halt grundsätzlich bequem. Deshalb sind eigentlich grundsätzlich alle Gurte bei uns sehr bequem. Und ja, das war's. Okay, okay. Super Modellpalette, gefällt mir gut. Lass uns nochmal einen Blick hier zu diesen Modellen. Die sind ja relativ schmal. Was sind das, 6 Zentimeter? Das sind 5 Zentimeter. 5 Zentimeter sogar, okay. Ja, ist das so der Standard? Ja, also es ist auf jeden Fall das Standardmaß. Für jetzt nicht Leder, weil ich habe das Gefühl, die Leder sind ein bisschen breiter. Ne? Genau, die sind breiter, aber so grundsätzlich diese bunten Gurte, das Standardmaß liegt schon bei 50 Zentimetern. Wir arbeiten aber an einer breiteren Variation, weil immer mehr eben auch gerade so für Bass oder Bassisten eben die Nachfrage kommt, gibt es das noch in breiter? Und es scheint es momentan in diesen bunten Variationen einfach eben nicht zu geben, dann müssen die immer auf Ledergurte zurück. Oder wir verweisen eben gerne auf diese Autositzgeschichten oder Nylongeschichten, weil die eben ein bisschen dicker sind. Zwar nicht viel breiter, also die sind 53 breit, aber eben ja, deutlich dicker und weicher. Sag mal, etwas, was mich bei Ledergurten immer wahnsinnig genervt hat, ist, es dauert einfach eine ganze Weile, bis man es schafft, vor allem an dem schmalen Teil, am Body hinten, dass das weich reingeht in den Gurtpin. Oh, da muss man wirklich, am Anfang ist, bis das so weich geworden ist. Also bei diesem hier, dauert es lange? Ja, also. Also ich sage mal so, unser Leder ist, es ist halt sehr, sehr weich. Ne? Man fühlt, also wenn du mal fühlen möchtest, das ist halt sehr, sehr weich. Also hier haben wir sogar noch was Weicheres. Das ist eigentlich schon fast wie Butter. Oh, so ein bisschen. Das fühlt sich total gut an. Und da gibt es eigentlich keine Probleme. Also zumindest hatten wir bisher kein negatives Feedback, was das angeht. Ja, es ist halt einfach so, das soll ja so eng sein, dass es möglichst nicht rausrutscht. Genau, ne? Genau. Ja, genau. Ist klar, aber genau. Was angenehm ist, sie sind relativ schmal. Es gibt nämlich Gitarren, die ein Bixby-Tremolo haben und die haben konstruktionsbedingt immer einen Gurtpin, der an der Bodyseite, an der hinteren Seite zarge ist, kann man den ganz schlecht reinkriegen. Die etwas dicker sind, diese Gurte, die etwas dicker sind, die kriegt man über diesen Gurtpin am Bixby-Tremolo nicht richtig rüber, muss ich sagen. Ja. Und deswegen habe ich an den Gitarren, wo ich Bixby habe, spezielle Gurte, die wirklich eine dünne Lasche haben hier, damit man die noch reinklappen kann. Ja. Aber ich glaube, dass es bei denen wunderbar funktionieren würde. Es ist nicht so dick hinten. Ja. Was mir gut gefällt, ist die Polsterung. Ja, die haben tatsächlich eine Polsterung hier. Schön. Und die sind etwas breiter. Da sind wir über 6 cm. 65 sind die. Okay, 65. Schön. Sag mal, machst du die Sachen alle selber? Ja. Also ich habe selber angefangen, selber zu nähen. Also zumindest diese ganze bunte Geschichte. Mittlerweile ist das ein bisschen viel geworden. Deshalb haben wir eine eigene Näherin mittlerweile eingestellt, die das für uns macht. Genau. Und die Ledergurte, die lassen wir von unseren Kollegen in Portugal nähen. Okay. Da die, was Leder angeht, eben so ein bisschen mehr die Professionalität haben. Also da muss man halt auch spezielle Maschinen für haben. Und eben, sag mal, portugiesisches Leder ist halt auch was Besonderes. Genau. Ist es so? Okay. Genau. Cool. Das heißt also, diese eher ausgefallenen Sachen macht ihr und sucht euch auch die schönen Teile aus, die Stoffe oder die Materialien und näht es auch selber zusammen. Aber auch da braucht man sicher andere Maschinen als eine normale Näherin. Ne? Natürlich, das sind schon Industriemaschinen, ja. Okay. Wie lange machst du das? Also den Onlineshop gibt es jetzt seit November 2018. Also knapp ein Jahr sind wir jetzt dabei. Läuft gut? Ja, also wir sind zufrieden. Schön. Schön, tolle Sachen und die Webadresse noch, www.steiner.de, aber Steiner mit Y geschrieben, ja? Richtig. Und guckt euch an, da kann man die Modellpalette wahrscheinlich sehen, habt ihr da auch den Online-Shop. Ganz genau. Aber sonst im Laden kann man sowas nicht bekommen. Bisher noch kein Vertrieb, sondern alles über den Online-Vertrieb. Genau. Prima, bleibt mir bei euch. So, also, Steiner.de, Nina, vielen Dank und wir ziehen weiter. Thank you.